Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Melzer, es freut mich ja, dass Sie jetzt sagen, dass das Parlament sich intensiv mit der Vergabe befasst. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn Sie sich vor der Vergabeentscheidung mal mit den Vergabebriefen intensiver befasst hätten und nicht nur im Hauptausschuss schweigend dagesessen und alles abgenickt hätten. Es ist doch so gewesen, dass von Seiten der Opposition durchaus kritische Fragen, auch vor dem Hintergrund der von Ihnen angesprochenen Gerichtsurteile und des Briefwechsels mit dem Kartellamt, gestellt worden sind. Das war alles bekannt. Und Sie haben hier keine kritischen Einwände vorgetragen, sondern Sie haben es abgenickt, so wie Sie es im Senat abgenickt haben. Das muss man einfach mal festhalten an dieser Stelle. Und deshalb weiß ich nicht, was Sie jetzt für eine intensive parlamentarische Befassung mit dem Vergabeverfahren wollen. Weil die Vergabeentscheidung hat die Vergabestelle getroffen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Melzer? Immer gerne. Dankeschön. Herr Wolf, Sie haben ja gerade gesagt, wir haben die Vergabebriefe hier beschlossen in Kenntnis des BGH-Urteils. Wie können Sie sich dann erklären, dass wir die Vergabebriefe im letzten Jahr im November und Anfang Dezember beschlossen haben im Parlament, das BGH-Urteil aber erst am 13. Dezember getroffen wurde? Das BGH-Urteil ist am 13. Dezember getroffen worden. Das Urteil des Oberlandesgerichts Dresden ist im August 2013 getroffen worden. Es hätte die Möglichkeit bestanden, auch das Verfahren zurückzusetzen, nachdem gravierende Urteile vorliegen. So, also Sie können gerne in den Protokollen nachlesen, was von Seiten der Opposition für Fragen gestellt worden sind, auch in Bezug auf die Urteile von meiner Seite und vom Kollegen Schäfer. Sie haben darauf nicht reagiert. Sie haben schweigend dagesessen und haben anschließend die Hand gehoben und haben zustimmend zur Kenntnis genommen, so wie Sie im Senat zustimmend zur Kenntnis genommen haben. So, und jetzt ist die Situation die, dass die Vergabestelle eine Vergabeentscheidung getroffen hat. Und in einem Vergabeverfahren gibt es keinen Parlamentsvorbehalt. Die Vergabestelle hat entschieden, und das war es. Und die wird jetzt gerichtlich und vom Kartellamt überprüft. Das Parlament entscheidet über den Konzessionsvertrag. Die Vergabestelle hat entschieden, mit welchem Unternehmen der Konzessionsvertrag verhandelt wird. Diese Frage steht dem Parlament nicht zur Entscheidung an, sondern es steht allein zur Entscheidung an, ob man dem Konzessionsvertrag zustimmt oder nicht. Das sind zwei getrennte Fragen. So, das ist das eine zum Thema des Verfahrens. So, und da müssen Sie sich jetzt mal verhalten, ob Sie konsequent sind in Ihrem Verhalten und das fortführen, was Sie vorher gemacht haben, oder ob Sie jetzt sagen, wir wollen das gesamte Verfahren zurückdrehen über mehrere Jahre, ne? Weil dann, wenn man das Verfahren jetzt, wenn man sagt, dem wird nicht zugestimmt, dann ist das ganze Verfahren zurückgesetzt auf den Punkt Null und es gibt ein neues Verfahren. Vor dieser Frage werden Sie stehen. Und ich kann mir schon vorstellen, wie Sie an dieser Stelle entscheiden, meine Damen und Herren. Das Zweite ist, die Frage ist ja, und das ist ja auch mit dem Antrag der Piraten angesprochen, was ist die energiepolitische Strategie des Senats? Thema Stadtwerk, die SPD will eins, hat sich von der CDU über den Tisch ziehen lassen. In dieser Legislatur gibt es weder ein Stadtwerk, geschweige denn Kunden des Stadtwerkes. Wird ein Thema sein, möglicherweise für die nächste Legislaturperiode. Aber in dieser Legislaturperiode, solange die CDU ihre Blockadehaltung hat, gibt es das nicht. Zweitens, energiepolitische Strategie und eine Strategie für den Umbau energiewirtschaftlicher Strukturen gibt es nicht. Den Antrag, das, was die Piraten jetzt fordern, haben wir gemeinsam mit Piraten und Grünen vor 2 Jahren gefordert, wurde von der Koalition abgelehnt. Der Senat liefert nicht. Daraufhin hat das Parlament hier einmütig die Einsetzung einer Enquetekommission beschlossen, um diese Arbeit, die der Senat nicht geleistet hat und offensichtlich nicht leisten kann, wegen der Kontroversen intern, hier vorzunehmen. Wir sind in der Situation, dass hier völlig unterschiedliche und konträre Vorstellungen existieren. Und ich sage an der Stelle auch noch mal, es gab auch bei der Frage Vergabe der Gasnetzkonzession keine Strategie, sondern man hat nur auf das Netz geguckt,
und sich nicht angesehen, dass es notwendig gewesen wäre und sinnvoll gewesen, auch gegenüber dem gesamten Unternehmen GASAG eine Strategie zu entwickeln, mit der Zielsetzung, in die Eigentümerstellung bei der GASAG wiederzukommen, weil dann hätte man einen gänzlich anderen Ausgangspunkt für eine Diskussion über ein Stadtwerk und würde nicht nur über Netze diskutieren und hätte wäre auch nicht in dieser schwierigen Situation, in der wir gegenwärtig sind. Aber es ist klar, wir haben die Vergabeentscheidung, die wird überprüft von den dafür zuständigen Gremien. Das Parlament ist kein Kartellamt und das Parlament ist auch kein Landgericht und auch kein Bundesgerichtshof.